Salvete, meine Elen, Patrizio und Plebeia, schön, dass ihr wieder einschaltet zu Total War Rome Remastered. Wir haben unsere Marine bereits ausgesandt, losgeschickt, die Meere unsicher zu machen und von den blauen Schandflecken zu befreien. Ah, ich wollte gerade sagen, das sind einige Schiffe mehr als erwartet. Zwei kleine Flotten, ja, das ist in Ordnung. Hier haben wir unseren Attentäter. 64% nur. Dann sollten wir doch vielleicht einem Geschäft nachgehen, das sicherer ist. Zum Beispiel ein paar Kaufhändler aufmischen, um die Marktwirtschaft der Feinde ein wenig zu verringern. Und die Angst auf dieser Insel natürlich weiter zu verbreiten. Sehr gut. Weiteres Merkmal, er wird zum Mörder ernannt. Auch sehr gut, weil natürlich dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man eben diesen Diplomaten dort drüben ebenfalls beseitigen kann. Nachdem das letzte Mal leider die Aufnahme abgebrochen ist, habe ich natürlich die Schlacht fortgesetzt. Der Ausgang war, soweit ich mich erinnern kann, etwas schlechter. Und ich habe mich nicht daran gesetzt. Ich habe versucht, möglichst viele Bewegungen nachvollziehen zu können. Allerdings habe ich mich nicht darum gekümmert, alle Agenten nochmal loszuschicken, weil ich konnte es nicht zu 100% nachvollziehen und dachte mir, naja gut, dann machen wir das lieber nochmal zusammen. So. Ich sehe mich gleich mal nach... nach illegalen Händlern um. Erwarte Befehle. Das ist immer noch zu weit weg. Euer Gnaden? Besteht denn auch irgendwo die Möglichkeit, dass... Hier schicken sie zwei Truppen. Aber das sollte eigentlich... Eigentlich sollten dort noch ein paar Rebellen dazwischen sein. Allerdings sollten wir Tingis auf diesen Angriff vorbereiten. Oh ja. Oh ja. Nun wissen wir, wo die ganzen karthagischen Einheiten abgeblieben sind. Das ist sehr interessant. Mhm. Und eine weitere... Meine Güte. Erwarte Befehle. Unser Kaufmann muss sich dabei auch wirklich den fürchterlichsten Kreaturen entgegenstellen, nur um nach Karthago zu gelangen. Erwarte eure Befehle. Ja. Sofort. Macht euch bitte auf den Weg. Ihr folgt den Einheiten. Ist der Krieg mit den Ägyptern denn so weit beigelegt? Können sich die Skipionen es denn leisten? Ein Brennpunkt war dieses Gebiet, genau. Ich erledige zuerst die freien Kaufmänner. Ja, genau, das ist auch sehr spannend. Die Verfolgung der brutischen Armee. Ein großes Thema, ein sehr, sehr großes Thema. Aber nun müssen wir uns hier stellen. Hier sehen wir eine sehr, sehr starke Armee. 19 Einheiten. Und auch gut gerüstet. Wir haben hier eine relativ starke Einheit, 13 Einheiten. Vor Ort haben wir 9 weitere Einheiten. Und hier kommt eine parthische Armee. Bereitet euch auf die Schlacht vor. Ein spannender Moment. Ein spannender Moment. Wir werden versuchen, das Skytenlager, die Verteidigung des Skytenlagers zu forcieren. Es kommt zum Kampf. Okay.
438, das ist nicht das Problem. Das ist natürlich eine kleine Hauptarmee, die aber, denke ich, nicht sofort angegriffen wird. Hauptmann Publius mit 1090, das ist deutlich weniger. Und nur eine Stadtwacheneinheit. Ja, wunderbar. Aber wir müssen das Skytenlager halten. Das Skytenlager hat eine höhere Priorität als das Getenlager. Das Getenlager bekommen wir wieder zurück. Wir bekommen es wieder zurück. Das steht absolut fest. Aber wir dürfen nicht das Getenlager mit aller Gewalt verteidigen, es abtrennen lassen vom Rest unseres Julianischen Imperiums, in dem das Skytenlager eingenommen wird, weil dann ist es leichte Beute. Dann ist es leichte Beute. Wir müssen jetzt die Verteidigung des Skytenlagers forcieren, auch wenn das bedeutet, wir müssen das Getenlager abgeben. Wenn ihr etwas riecht, dann sind das eure Feinde. Sie haben Angst und das sieht man. Eine sehr würdevolle Art, die Nacht vor der Schlacht zu verbringen. Das macht die Furcht nun mal mit Schwächlingen. So ist es, so ist es. Wir positionieren ganz vorne selbstverständlich den Hauptteil unserer Armee. Eher seitlich. Leider ist das eine offene Ebene. Wir können unsere Einheiten nirgendwo verstecken. Sarmatische Söldner. Beginnen wir die Schlacht. Lob sei den Göttern, die Verstärkungen sind hier. Schickt sie in den Kampf, auf dass sie den Feind entmutigen. Zieht euch zurück, stellt euch nur auf. Vorerst müssen wir zusehen, dass die Verteidigung stimmt. Sehr viel Kavallerie. Sehr viel Kavallerie. Wir sehen Bewegungen auf Seiten der Feinde. Wir müssen uns natürlich erstmal formieren. Wir müssen uns natürlich erstmal formieren und dann der Infanterie die Möglichkeit geben, sich auch kurz zu erholen. Aber seht, unsere mächtige Reiterei. Die müssen wir nun natürlich geschickt einsetzen. Was haben wir hier? Velites Gladiatoren, das sind illyrische Söldner. Schon viel Bewegung beim Feind. Wir sehen auch einen Hauch von Erschöpfung. Sobald sie aufgestellt sind, gönnen wir ihnen einen Moment der Ruhe. Bevor wir zum Schlag ausholen. Hier sind noch die restlichen Einheiten. Sie warten auf ihren Einsatz. Sehr, sehr gut. Wen haben wir hier? Römische Kavallerie. Mhm. Bewegt euch ein wenig schneller. Ein wenig mehr Tempo. Das wird ein sehr strategischer Kampf werden. Wir dürfen nicht zu überhastet reagieren. Was ist das römische Kavallerie?
Das sind leichte Einheiten. Ah ja, hier sehen wir Bewegung bei der feindlichen Stadtkohorte. Teilen wir sie ein wenig auf. Und versuchen, die feindliche Einheit aufzusplitten. Unsere Hauptarmee hat ihre Position eingenommen. Soll natürlich die Formation so halten im Optimalfall. Und nun vor. Mal sehen, auf wen sich ihre Infanterie konzentriert. Ah ja, wir haben hier Ballisten. Sie versuchen, ihre Artillerie zu schützen. Wir sehen es. Einheiten marschieren. Einheiten marschieren. Sie wollen sie uns nicht kampflos überlassen. Einheiten. Irgendwas Schwieriges? Illyrische Söldner? Lassen wir unsere Hauptarmee etwas vorrücken. Bewegung, Bewegung. Wer greift wen an? Die ersten Pfeile fliegen. Ja, hier jetzt natürlich die Übersicht zu behalten, das ist die große Kunst. In diesem Schlachtgetümmel. Wir versuchen, für viel Bewegung beim Feind zu sorgen und das geht momentan sehr gut auf. Allerdings kann ich dem Feind auch nur sagen, sie verschieben äußerst geschickt. Sie wollen auf keinen Fall ihre Artillerie einfach so kampflos uns übergeben. Naja. Könnten da natürlich jetzt reinpreschen, was mir ein wenig Sorgen macht. Ah, sie schießen sich gegenseitig ab. Das macht mir keine Sorgen. Auch wenn wir bereits zwei Pferde verloren haben. Holt sie euch. Ich will unsere Kavallerie ungern einer Meute von Stadtkohorten aussetzen. Lauft. Stadtkohorten sind nicht schwach. Die sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Aber ihre illyrischen Söldner haben sie verloren. Auf diese Art und Weise. Hier kommen nun leichte Hilfstruppen. Was haben wir hier? Momentan ist natürlich der Hauptaspekt unserer Strategie unsere Kavallerie. Das ist vollkommen klar. Sind wir noch nah genug? Viel Bewegung, sehr, sehr viel Bewegung. Und das ist gut für uns.
Ja, natürlich sind ihre Ballisten nicht komplett erfolglos. Aber sie werden gleich erleben, dass wir ebenfalls diese Maschinerie besitzen. Und unsere Bogenschützen sorgen auch bei den feindlichen Hilfstruppen bereits für moralische Diskrepanzen. Die Stadtkohorten stehen stabil. Jetzt bietet sich vielleicht gleich eine Möglichkeit vorzustoßen. Möglicherweise. Jetzt. Die Legionskohorte wird ihre Speere werfen, das ist klar. Die werden ihre Pili werfen. Was passiert hier? Die feindliche Stadtkohorte rückt aus. Der Kampf ist endgültig entbrannt. Wir haben erste Verluste erlitten. Moment, 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 Moment. Nicht so, nicht so. Ja, das läuft gerade nicht optimal. Es sind zu viele Brandpunkte, zu viele Brennpunkte natürlich. Der feindliche General flieht, stoßt weiter vor, sodass auch der Mut seiner Armee schwindet. Jetzt ziehen sich die Bruti zurück. Stürmt ihnen nach. Natürlich müssen wir versuchen, dafür zu sorgen, dass ihre Verluste maximal ausfallen. Dass ihnen die Flucht möglicherweise kaum gelingt. Hilfstruppen nicht. Scheint ihr zu leichten Problemen zu kommen. Einheiten, Angriff! Stellt euch auf. Einheiten. Es scheint ein Durcheinander in unserer Kavallerie zu geben.
Entsprechend können wir leider nicht mehr eingreifen. Das war doch ein sehr erfolgreicher Kampf, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass wir mehr von unseren Hilfstruppen brauchen, aber unsere Kavallerie hat das mal wieder gut gelöst. Sehr zufriedenstellend. Ich denke nicht, dass hier noch mehr geht, aber zumindest konnten wir die Bruti vorerst vertreiben und sie werden, ja, sehen wir kurz auf die Verluste. 400 auf unserer Seite, mehr als 700 auf der feindlichen. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Und noch sind ihre Verluste nicht vollständig. Haltet ein. Noch sind ihre Verluste ja nicht final. Wir haben hier noch zwei Legionskohorten, die das Licht des Morgens nicht erblicken werden. Was haben wir hier? Velites-Gladiatoren, die sind doch großartig, um unseren Soldaten nochmal ein positives Erfolgserlebnis zuteil werden zu lassen. Holt's euch. Ja, sie werfen sich nochmal rein. Natürlich werfen sie sich nochmal rein. Meine Güte. Ihr werdet es ja wohl zustande bringen, diese Gladiatoren komplett aufzureiben, oder? Wieso nehmt ihr nicht eure Wurfspeere? Ah, er ist zu gnädig und läuft euch sogar noch ins Schwert. Angriff. Das werden sie nicht lange aushalten. Einheiten, Legionäre. Auf meine Befehl, Stadtwache. Einheiten. Lob sei den Göttern. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Ein großer Sieg. Ein großer Sieg, der zur Verteidigung des Skythenlagers geführt hat. Ein wenig bange war mir schon davor, ich habe nichts zu trinken. Ein wenig bange war mir vor dieser Schlacht. Allerdings hätte ich da einfach noch mehr Vertrauen in meine Soldaten setzen sollen. 804 Verluste zugefügt. Mehr als doppelt so viel. Mehr als doppelt so viel. Eine schwere Niederlage. Die große Hoffnung der Bruti lag auf der Rückeroberung dieses Lagers. Ja, das wird natürlich zu einem herben Rückzug führen, aber dort kommen ja auch schon die nächsten Armeen, um die wir uns zu kümmern haben. Und eine parthische Armee. Sieg und Ruhm! General! Imperator! General! Vorwärts! Herr, stoßt vor! Befehle! Befehle, Imperator! Trenne mich von den Truppen! Teilt die Truppen auf. Und versorgt unsere Verletzten. Die Mauern werden ausgebessert, Soldaten ausgebildet. Und euch befehle ich den sofortigen Rückzug ins Getenlager. Möglicherweise
Wenn die Götter es so wollen, werden wir beides verteidigen. Beginnt mit der Richtung einer großen Steinmauer. Soldaten werden ja bereits ausgebildet. Sehr gut. Unterstützung kommt. Sehr schön. Alles zu meinem Wohlwollen bisher. Wer soll heute sterben? Wer heute sterben soll, da finden wir doch sicher einen. Oh. Ja. Diese Belagerung hat aber gerade erst. Ja. Siedlung wird belagert. Bitte? 50% nur. Wer soll heute sterben? Dann lassen wir das lieber unseren Attentäter erledigen. Ah ja, hier ist noch der General, der sich auf unsere Seite geschlagen hat, den wir natürlich eine sichere Heimfahrt gewähren müssen. Genau, und das ihr Ziegenlager wird auch belagert. Diese Rückeroberung mit so wenig Verlusten. Also nicht Rückeroberung, sondern diese Verteidigung. Hat schwerwiegende Folgen für die Bruti. Was soll das denn? Ist das der einzige Weg? Der einzige Weg, den ihr gehen könnt. Hier gibt es doch noch Wege. Ist ja schon fast Arbeitsverweigerung hier. Rückt weiter gegen Süden vor. Er wird eliminiert. Tötet einen ihrer Soldaten. Das sorgt zumindest für etwas Angst und Schrecken. Es hat jetzt nicht den größten Nutzen, aber zumindest wissen sie, dass wir da sind. Und das ist manchmal auch sehr wichtig. Wer hätte gedacht, dass dieser Bürgerkrieg so verläuft? Natürlich spannend wird, was die Parthier nun möchten. Der Vorstoß der Parthier stand nicht auf meinem Plan. Definitiv nicht. In der Nähe des Skythenlagers haben wir theoretisch drei Armeen feindliche. Diese drei. Diese können vorrücken bis zu uns, ja. Und beim Getenlager sind es zwei. Zeigt mir diese Armee. Viel Kavallerie, Bogenschützen, ein paar Bergbewohner. Es ist keine starke Armee. Die Frage ist auch, ob sie überhaupt gewöhnt sind, auf unserem Boden zu kämpfen. Ja, Meister. Spioniere. Aber ja, sie wollen natürlich... Erst dachte ich, sie wollen nur den Fluss verteidigen, aber anscheinend haben sie doch ein wenig aus ihren Fehlern gelernt und haben sich dazu entschlossen, eine eher offensivere Strategie anzugehen. Ich habe zwar die persönliche Vermutung, dass es für diesen Strategieumschwung ein Ticken zu spät ist. Thrakische Söldner. Das ist keine schwache Armee, die hier Asinius Popeius anführt. Hier kommt, aber diese Armee kommt nicht am Fluss hin. Hier sehen wir übrigens auch, wie groß Illyrien eigentlich ist. Theoretisch gehört das alles hier zu uns. Das heißt, Feinde bewegen sich auf unserem Territorium. Zu Diensten. Spioniere. Das ist natürlich eine Farce. Es ist sehr bitter für die Bruti. Eine starke Armee. Auch eine frische Armee. Frisch ausgehoben. Es ist bitter für die Bruti, dass der erste strategische Clou war es nicht, sonst wäre es aufgegangen. Aber der erste Moment, in dem sie strategisch gut vorgegangen sind, ist prompt schiefgegangen. Durch einen perfekten Konter unsererseits.
Bitte? Ja, dann auf. Handelt mit Textilien. Euer Ehren. Publius Livius. Ohne Zögern. Gib mir Informationen über diese Gebiete. Ich schätze nicht, dass dort sich noch weitere brutische Armeen befinden. Immerhin verfrachten sie alles gerade in den Norden. Ja, und wir müssen natürlich die Verteidigung im Skythen- und im Getenlager weiter ausbauen. Das ist vollkommen klar. Das ist die einzige richtige Reaktion auf das, was hier gerade von allen Seiten passiert. Kann ich etwas tun? Ich werde sofort. Ich möchte mit den Skythen mit den Partiern verhandeln. Mich würde interessieren, ob irgendetwas zwischen uns steht. Abgesehen von dem Bündnis mit den Skythen. $140. Hab Dank. Das klingt anständig. Euer Ehren, euer Ehren. Und eigentlich würde ich euch darum bitten, eure Armee aus meinem Land rauszutreiben. Sonst werden wir es mit unseren Pili tun. Ein Grieche? War das ein Diplomat der griechischen Städte? Erwarte eure Befehle. Was dieser junge Teufel hier zu suchen hat? Dass die Griechen überhaupt noch existieren? Ist das dieser kleine Fleck? Auch die Brut hier. Und hier. Wenn das noch aktuell ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch den Koloss von Rhodos auf ihrer Seite haben. Die Brut hier haben natürlich auch eine kleine Insel. Aber es ist nur eine kleine Insel. Es ist nicht wie die Skipionen, die man schon fast als Inselvolk bezeichnen könnte. Nach all den Ausläufern, die sie in alle Richtungen haben. Aber auch das wird sich rasant ändern. Auch das wird sich in naher Zukunft rasant ändern. Die Inseln der Skipionen werden bald die rote Flagge der Julia tragen, das steht fest. Das steht geschrieben. Wir werden hier diese Orte schon mal von jeglichem Schand befreien, von jeglichen freien Markthändlern und von jeglichen Agenten des Feindes. Die Pest hier ist beseitigt und dann werden wir einen Überfall planen, der sich gewaschen hat. Ich hatte ihn aus irgendeinem Grund Richtung Süden geschickt, aber ich bin mir bloß nicht mehr ganz sicher, warum. Wir sitzen fest. Gut, unsere Agenten sind erfolgreich verschoben. Naja gut, Trier bekommt ein neues Aristokratiegebäude. Mediolanum sieht soweit auch gut aus. Hier haben wir eine kleine Armee in Tara, die natürlich gerade auf dem Weg ist. Bordesholm kriegt auch ein neues Gebäude. Rom ist vollständig ausgerüstet. Können dort die Steuern deutlich erhöhen, ja. Und einige Einheiten. Was haben wir hier? Nicht zu viel. Zweimal Reiterei. Befehle, Imperator. Stoß vor. Schickt uns doch diese Einheiten schon mal gen Süden. Schickt sie uns schon mal. Die Städte werden sehr, sehr schwach geschützt. Es befindet sich eine Armee in Lilibeum und auch Lilibeum scheint am besten, also die ausgefallenste Armee, sage ich mal, zu haben. Imperator. Imperator. 4, 8, wir haben bereits
zweimal Reiterei, wir haben viermal Reiterei. Bogenschützen haben wir zwei. Dann schicken wir doch noch einige Einheiten. Ich denke, mit dieser Armee könnten wir einen Überfall auf Messana gut durchführen. Mit einem schnellen Schlag. Vermutlich sind die... Ich gehe mal davon aus, dass die Verteidigungsanlagen stark genug sind, um unseren Ballisten zu widerstehen. Eine weitere Armee. Sehr gut. Das Überzügenlager wird bereits belagert. Mit einer sehr starken Armee. Dame rüstet sich auf einen möglichen Überfall, ja. Und sie sollen sich weiter rüsten. Cordoba existiert. Schiffe haben wir hier keine. Das ist die Armee, die dem Feind folgt. Massilia sieht soweit gut aus. Wird auch gerade ausgebaut. Das ist die Armee in Kroton, die wartet. Schickt mir diese Reiterei gen Süden. Sie wird den Überfall auf Dalmatien gut unterstützen können. Keine schwachen Einheiten. Ich denke, wir sollten die Verteidigung in Illyrien noch mal ein wenig auffrischen. Ein wenig. Ihr macht euch auf den Weg Richtung Norden. Ja, das sind natürlich die Einheiten, die für den Überfall auf die Balearen abgestellt werden. Es gibt wahrscheinlich nur einen Weg auf die Insel und der wird heftig blockiert werden. Wie viele Einheiten haben wir denn? Es ist schon eine interessante Armee, aber wie gesagt, wir werden dort mit dem Maximum an Einheiten auftreten. Viermal Reiterei haben wir bereits, viermal Bogenschützen ebenfalls. Das heißt, alles hängt im Prinzip an der Infanterie, die es noch aufzufüllen gilt. Was könnt ihr uns bieten? Samnitische Gladiatoren. Sehr gut. Herr! General! Vorwärts! Es wird schwierig, auf dieser Insel zu kämpfen. Sie ist so klein und kompakt. Fluchtmöglichkeiten gibt es keine. Zumindest nicht für die Skipionen. Wir könnten theoretisch natürlich unsere Einheiten dort irgendwie noch rausholen, wenn wir wollen. Batavodurum sieht gut aus, Oscar ebenfalls. Alesia ist in Ordnung. Samarobriva ebenfalls, Kroton. Ja, diese Einheiten sollen sich schon mal zum Rest der Armee begeben. Vollkommen klar. Spannend wird natürlich die Bewegung beim Skythenlager sein. Das wird uns am meisten beschäftigen. Ah ja, seht. Schickt mir die Reiterei nach Vicus Venedae. Ich denke, mehr Einheiten brauchen wir dort nicht. Zumindest nicht von Domus Dolcis Domus. Aber diese Armeen der Partia, die stoßen mir ein wenig auf.
Salona wird belagert. Vicus Goti. Soll ruhig so bleiben. Juvavum ist ebenfalls in Ordnung. Limonum. Limonum ist ein eigenartiges Pflaster, muss ich schon sagen. Kapur. Hm. General. Befehle? Ach, euch wollte ich zurück nach Aquincum schicken, damit ihr dort aufgefrischt werdet. Stimmt. Das wäre mir beinahe entgangen. Das wäre mir beinahe entgangen, natürlich. So, kümmert euch sogleich um die Kavallerie. Sonst noch etwas? Ach Gott, natürlich. Marschieren! Ja, Aristokritos von Diom, es wird nicht einfach von euch zu überleben. In diesen gefährlichen Landen. Es könnte sein, dass ihr in die Zangen genommen werdet, aber dann versucht, wie ein stolzer Römer zu sterben, der ihr nicht seid. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie ist denn die Lage unserer Städte? Arimium. Können wir die Steuern etwas senken, damit weiterhin der Bevölkerungswachstum anhält? Mediolanum können wir nichts tun momentan. Interessant, dann würde ich doch gerne die Stadtwachen erhöhen. Ja, wenn wir 10.000 Denaren zum Ausbau unserer Städte haben, dann bin ich zufrieden. Lugdunum. Ach, eine dezente Steuersenkung sollte dieses Problem beseitigen. Und vielleicht ein paar Stadtwachen. Diolanum bildet bereits aus, sehr schön. Kroton. Kroton können wir auch von einigen Steuern befreien, selbstverständlich ist das möglich. Ja, für zwei Stadtwachen reicht es noch, für zwei Stadtwachen reicht es noch. Trier. 2, 4, 6, 8, 9. Naja, es gibt ein paar Problemkinder. Ein paar kleine Problemkinder, um die wir uns aber rechtzeitig kümmern werden. Gar nicht mal so wenig Problemkinder, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Wieso wird denn Tara nicht ausgebaut? Wieso wird Tara nicht ausgebaut? Wieso wird der Tempel nicht ausgebaut? Wir haben dort Probleme mit der Bevölkerung und wir tun nichts dagegen. Wird dieser noch repariert? Zumindest sind die Leute nun wieder glücklich. Oh, und wir sollten dort einige Einheiten ausheben, das ist wahr. Wenn die Geschichten wahr sind und die Skipionen Einheiten dorthin schicken, sollten wir da natürlich ausbauen. Gut. Rom muss natürlich maximal ausgebaut. Rom hat keinen Tempel. Keinen einzigen. Ein Tempel des Jupiter muss her. Wie kann die Hauptstadt dieser Senat? Also dieser Senat ist ja wirklich ein unfähiger Haufen gewesen. Gut. Gut, dass wir uns nun darum kümmern. Tundames Amarobriva, wir haben noch 7.000 Denaren übrig. Hier wird ausgebaut, hier wird ausgebaut. Ja, baut unbedingt Hauptstraßen. Hier brauchen wir schnelle Fortbewegungswege. Themyscyra muss in der Lage sein, sich zu verteidigen, wenn es darauf ankommt. Errichte deine Wehrkaserne. Domus Dolcis Domus sollte ausgebaut werden, sobald es wieder möglich ist. Aquincum wird ausgebaut.
Und hier konnten wir auch nicht ausbauen. Stimmt, das hatte ich im Kopf. Gut. Wie sieht es denn in den britannischen Gegenden aus? Dort wurde auch lange nichts gemacht. Ja, dort wird überhaupt nichts momentan ausgebaut. Dann sollten wir uns doch mal schleunigst darum kümmern. Hier, eine Wehrkaserne für 1080. Definitiv in Eburacum. Sollten wir die Hauptstraßen errichten? Gibt es etwas Billigeres, damit wir vielleicht noch etwas ausbauen können? 1600. Was können wir in Deva machen? Ah ja, das lässt sich gut verbinden. Dann kümmern wir uns doch... Das ist zu teuer, 1600. Schiffswerft. Dann kümmern wir uns doch hier um eine Akademie. Um dann hier ebenfalls auszubauen, und zwar... den Markt. So. Gut angelegt, damit auch die britannischen Inseln, die sollen natürlich auch ausgebaut werden. Selbstverständlich soll alles ausgebaut werden. Der einheimischen Bevölkerung muss nun einfach immer mehr bewusst werden, dass wir die richtige Wahl sind. Sich uns zu unterwerfen hat nur Vorteile für sie. Warum muss ich hier... Hier musste sich gerade unser Kaufmann zurückziehen. Hat das mit Druck von Seiten der Parthian zu tun? Bin mir nicht ganz sicher. Ah ja. Eine britische Armee. Was sie für ein Ziel haben soll, ist mir schleierhaft. Es scheint Aquincum. Es scheint, als wäre es Aquincum. Aber zu 100% sicher kann ich mir da nicht sein. Auf jeden Fall von Seiten der Bruti deutlich weniger offensives Verhalten, als ich zuerst erwartete. Sehr, sehr wenig. Ich hatte mit deutlich mehr Ereignissen gerechnet. Aufstand in Tara, ja, das war zu erwarten. Moment. Siedlung bestochen. Die Bevölkerung dieser Siedlung besitzt weder Würde noch Stolz, da sie sich selbst verkauft. Das Gütenlager hat sich an den Feind verkauft. Mit all unseren Einheiten. Bitte? Ich suche sofort mit all unseren Einheiten, die wir ausgebildet haben. Die Beschimpfungen, die ich in Richtung dieses Lagers richten würde, die müssen erst noch erfunden werden. Sofort! Wir haben den Sküten... Das ist ein großes Versäumnis, ein großer Verrat, der schwere Folgen mit sich bringt. Nun ist das Gegenlager auf sich alleine gestellt. Wir sind die fortschrittlichste Seite, seitdem wir existieren. Wieso wird da noch diskutiert? Baubericht. Mediolanum, ein Skriptorium. Oscar, ein Aquädukt. Neu-Karthago hat sein Reichspalast, genauso wie Croton. Lovosike, Palast des Prokonsuls. Vicus Coti, Legionskaserne. Bortusholm, ein Palast des Prokonsuls. Aquincum, eine Fruchtfolge. Rom, den Schrein des Jupiter. Und Tingis, ebenfalls ein Palast des Prokonsuls. Wir sehen, was wir mit uns bringen. Technischen Fortschritt. General! Technischen Fortschritt bringen wir mit uns. Woher nahmen die Bruti überhaupt die Denaren, um die Stadt zu kaufen? Dieser dreckige Pöbel von einem Volk. So wird es einem gedankt.
wenn man sich um eine Stadt kümmert. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Ihr werdet es sehen. Garantiert. Ich denke nicht, dass ihr euch weiterhin darum kümmern müsst. Was haben wir hier? Flotte bereit! Flotte bereit! Flotte bereit! Angriff! Greift an! Eine Triere. Ah, man hätte sie versenken können. Das Meer gehört uns. Ich denke schon, dass das möglich gewesen wäre, wenn man sich ein bisschen konzentriert hätte. Flotte bereit! Komme zur Flotte. Organisieren wir erstmal unsere Schiffe. Ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Flotte bereit! Ei, ei, Captain! Wir müssen zusehen, dass wir diese... Ja, genau, diese Flotte. Sind bereit! Flotte bereit! Setzt die Segel! Warum weicht ihr jetzt so aus? Genau, begibt euch in das Kampfgebiet. Und holt euch diese dreckigen Skipionen und versenkt sie mitsamt der Würmer, die sich auf ihren Booten befinden. Dankeschön. Das war ja wohl nicht so schwierig. Ei-Captain! Flotte bereit! Gut. Hier wird blockiert. Hier wird blockiert. Ebenfalls. Ebenfalls, Admiral Luca befindet sich hier, genau, wie geplant. Der Rest wirkt sehr zufriedenstellend. Hier ist unser Schutz und Tara wurde wieder zurückgewonnen. Ich habe nicht mal einen Agenten des Feindes hier gesehen. Ah, er steht hier. Ein diplomatisches Schwein. Naja. Oh ja. Wir haben eine stark angeschlagene Flotte, um die muss sich natürlich sofort gekümmert werden. Ja, das sind schon einige Denaren, die für den Ausbau unserer Schiffe nicht in den Sand gesetzt werden, denn diese Seeleute, die wir dort haben, sind ja sehr erfahren. Das Schiff bleibt hier, damit haben wir unsere Schiffe zumindest schon mal organisiert. Kümmern wir uns schon mal... Die Schlachten können wir heute nicht mehr durchführen. Kümmern wir uns aber um die Händler. Bitte? Wir sehen, was ich tun kann. Kümmern wir uns schon mal um die Händler, die sich hier nun mittlerweile tummeln. Das einfache Bauernvolk muss einfach begreifen, was wir für sie tun. Beschaffe Waren. Es muss einfach verstehen. Aber es tut sich so schwer damit. Laut und deutlich. Mit imperialen Folgen brauchen wir sie nicht zu belästigen. Diese Begriffe sagen ihnen ja nicht mal was. Wir müssen Taten sprechen lassen. Wir müssen definitiv Taten sprechen lassen. Also. Wer soll heute sterben? Bei 79% schon. Das ist nicht schlecht. Aber ich denke, wenn wir den Händler aus Syrakus zuerst noch schlachten, könnte sich seine Ausbildung, die Ausbildung von Caeso Pescennius, noch weiter verstärken. Seht ihr? Und weitere Erfahrung, ein Netzwerker. Ja, wunderbar. Das heißt, nun steht dem Mord an diesem Diplomaten nichts mehr im Wege. Allerdings müssen wir uns vor den Armeen in Acht nehmen. Wir sollten... Oh, noch ein... Meine Güte. Es ist ja wirklich wie eine Krankheit.
Diese Insel ist besudelt und es wird nichts dagegen unternommen. Hier muss dringend aufgeräumt werden. Wie kann ich dienen? Wie ihr dienen könnt? Indem ihr Handel treibt. Und zwar im besten Fall noch erfolgreich. Ah ja, diese Leute habe ich gesucht. Genau danach habe ich Ausschau gehalten. Ich hätte sie fast schon wieder übersehen. Ich hatte noch im Kopf, dass wir ein paar Rebellen in unserer Nähe hatten, aber darauf waren wir bereits vorbereitet. Ja, die britannischen Inseln. Es sind drei größere und eine sehr kleine, ein Dorf eigentlich. Drei größere Städte und ein Dorf. Aber wenn wir diese entsprechend ausbauen, werden wir mit Sicherheit dort auch ein weiteres Handelsmonopol errichten können. Auf ein Wort. Ja, natürlich. Wenn ihr das so sagt. Natürlich, wenn ihr uns mit nicht mal 250 Denaren kommt, dann werden wir diese Grad noch entbehren können. Gnaeus Longinus, sehr zufriedenstellend, was ihr da bisher treibt. Sehr zufriedenstellend. So möchte ich unsere Agenten sehen, so erfolgreich. Wer soll heute sterben? Ach, das werden wir entscheiden, wenn wir uns Richtung Osten bewegen. Tingis muss erstmal gehalten werden. Die Bevölkerung auf unserer Seite. Wir müssen uns auch erstmal an dieses Klima gewöhnen. Ah ja, sieh an. Sieh an, wer schon auftaucht. Die Skipionen, wie bestellt. Er ist ein toter Mann. Naja, das vielleicht dann nicht. Wie bestellt. Aber momentan sind sie alleine. Momentan ist es eine kleine Armee. Es ist alles andere als eine kleine Armee. Aber vielleicht ist es eine. Es muss eine geschwächte Armee sein. Wie gut ist unsere Armee hier aufgestellt? 15 Einheiten? Ab nächster Runde 16 und zwar gut ausgebildet. Sehr schön. Ob das noch rechtzeitig geschieht, ist die Frage, aber dennoch werden wir schon mal dafür Sorge tragen. Aber diese Armee muss stark geschwächt sein, wenn die Fahne. Ich meine, ihr seht, das sind wenige Einheiten und die Fahne ist trotzdem weiter gefüllt. Das heißt, diese Armee, die dort auf uns zukommt, muss ganz schwere Schläge davon getragen haben. Möglicherweise Überreste aus dem Kampf mit den Ägyptern. Das ist das Einzige, wie ich mir das gerade erklären könnte. Herr, sofort. Die Skipionen hat natürlich die Übernahme von Tingis mächtig nervös gemacht. Sie dachten, sie hätten nur eine kritische Stelle, ein Kriegsgebiet. Das ist natürlich die Grenze mit Ägypten. Aber dadurch, dass wir dort nun im Osten angegriffen haben und dieses große, bergige Gebiet übernommen haben, haben wir natürlich für einen Schock bei den Skipionen gesorgt. Eigentlich in mehrerlei Hinsicht. Zum einen die Vertreibung aus Italien, zum anderen nun natürlich den Angriff auf Nordafrika. Denn zumindest dieses Gebiet dachten sie ja für sich behalten zu können. Aber ich werde den Teufel tun und meinem Feind irgendetwas überlassen. Ich werde den Teufel tun und meinem Feind irgendetwas überlassen, wofür er nicht absolut das Anrecht hat. Nächste Runde werden wir auf jeden Fall einige Kämpfe durchführen. Wir werden die Verteidigung gegen diesen Dreckhaufen durchführen. Wir werden den Angriff auf das Uerzügenlager ziemlich sicher durchführen. Und wir werden den Angriff auf Dalmatien durchführen. Sie haben natürlich mit der Verhandlung und dem Skytenlager einen riesen Erfolg erreicht, denn auch das Getenlager wird Ihnen vermutlich früher oder später in die Hände fallen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das verhindern können. Aber dabei soll der Erfolg auch bleiben. Nicht mehr. Und die Bewegungen der Partier bereiten mir ebenfalls Bauchschmerzen. Ihr beleidigt uns. Ich bespucke euch sogar, wenn es darauf ankommt.
Imperator? Da war für die Armee. Diese Armeen sind nicht vollständig. Sie sollten ja eigentlich nur zur Unterstützung kommen. Nun müssen wir sie für eine Eroberung ausbilden. Kann ich etwas tun? Ihr könnt mich über die diplomatischen Beziehungen der Griechen aufklären. Edler Meister, ich werde sofort mit Ihnen reden. Denkt ihr nicht, dass wir zusammenkommen könnten? Eine letzte Verhandlung. Ich biete euch Karteninformationen. Ich biete euch eine einmalige Zahlung von 1000 Dinaren. Das hat für uns keinen Vorteil. Oh, es hätte für euch Vorteil, aber damit verabschiede ich mich mit dieser gescheiterten Verhandlung. Der Krieg mit den Bruti und den Scipionen bleibt weiter spannend. Und was für eine Rolle die Partier bei dieser ganzen Intrige spielen, das werden wir noch herausfinden. Ich freue mich auf das nächste Mal. Euer Gaius Julius Caesar.